Der alle Computer steuern konnte. Ja. Und wo er entweder das sperren konnte oder auf allen Bildschirmen anzeigen, was gerade auf Eis kommt. Waren ja fast alle schon mal im Feedback. Gell, du warst noch nicht im Feedback und Basti war noch nicht im Feedback. Die anderen haben sich ja alle schon mal durchgeguckt. Ich mach mal so an der Schulter. Ist das jetzt an beides hier? Ja, schon länger. Test! So. Mein Name ist Geronimo Röder. Kleiner am Arsch vielleicht. Ja. Grandios. So, Tina macht die Anmoderation? Nee. Oh, Tina, wir hatten das abgesprochen. Du wolltest doch deine Titten zeigen. Ja. Muss ich da sagen? Hallo und herzlich willkommen bei einem Nostella Feedback Spezial. Tina grinst einfach so durch. Warte, du bewegst die Lippen her und ich spreche. Okay, warte. Mal auf. Warte, lass du was rausfallen. Ja, du machst Hände. Geht's los? Warte. Ja. Nimm den Schall weg. Die Brüstin doch. Warte, du musst mal die hinter deinen Rücken machen. Mach mal die hinter deinen Rücken. Du musst die Brüste sehen. Sehr gut. Das ist blöd, ey. So, okay, machst du deine Hände hinter deinem Rücken? Zieh das doch aus. Zieh das doch aus. Du machst gleich ganz auf deine Hände. Was ist denn gerade für ein Aufwand? Ist für so ein scheiß Geld-App. Wie, Basti, du hast ein Handy in der Hand. Ja, warte. Ja, das ist Tina, nicht Basti. Tina. Hallo und herzlich willkommen beim Nostella Feedback Spezial mit dem Thema Schulgeschichten. Ich bin Tina und ich habe Brüste, die ich jetzt mal anfasse. Hahaha, das finde ich sehr schön. Schön. Kuckuck. Seid ihr behindert, das passt nicht. Ja, sauber. Die ganzen Emmets hier kennt ihr ja, bis auf Ludwig und Basti. Und das sind ganz tolle Helden. Ludwig ist nämlich ein Held, weil er ist tatsächlich die Person, mit der ich am längsten in einer Klasse war. 11 geschlagene Jahre. Lara. Alter, seit der ersten Klasse. Nein. Und ich kenne Ludwig aber schon länger, weil wir waren nämlich zusammen im Kindergarten. Ich auch Bastis erste große Liebe. Ja. Und wäre ich nämlich nicht euch sitzen geblieben, hätten wir die 12 voll gemacht. Aber wir! Nicht aber so laut. Robert wurde vergessen. Robert. Sehr schön. Ja, wie bereits angekündigt, machen wir mal ein kleines Video, wo wir hier Schulgeschichten droppen, was hauptsächlich auch für uns ist und ihr seid alle hässlich und da verstehen wir uns jetzt. So. Nein, womit fangen wir denn an? Wir haben hier nämlich allerlei Zettel vorliegen. Du hast schon gerade so getan, als wäre das wichtig, was du da gerade aufgefallen hast. Ja, das ist relativ neutral. Ich habe halt hier jetzt, vielleicht kommt noch eine Person und Max würde das halt betreffen. Das wäre geiler, wenn er da wäre. Ansonsten blenden wir jetzt ein geiles Bild von Max ein. Ansonsten, hier. Geiles Bild kommt geiles jetzt. Bild. Na, aber hier ist noch Maxchen. Ach so. Ja, hübsch. Guck. Da habe ich noch richtig. Bist du da mit drauf oder soll das Christiane sein? Ich dachte. Ich dachte, das ist Basti. Ich dachte vor allem. Das bin ich. Dachte ich erst. Ich habe es ja nur kurz gesehen. Wir halten das hier nochmal rein, damit alle. Kann man nämlich auch nicht einscannen und anzeigen. So. Ich würde sagen, bevor wir zu deep in die Schulgeschichten gehen, weil dieser allererste Zettel von Max ist jetzt nicht unbedingt auf die Schule bezogen, den würde ich jetzt mal droppen, weil danach kannst du deinen vorlesen. Ich dachte, du wolltest die erst droppen, wenn Max dabei ist. Ja, nee, der geht ja nicht unbedingt über Max, aber yo, das ist der falsche. Aber du kannst doch nicht die ganze geile Scheiße verpulvern. Nein, das ist halt, ja. Jetzt dropp doch mal erstmal. Lass mich erstmal droppen. Dropp doch erstmal. Das geht halt hauptsächlich über mich und nicht über den. Und das ist halt nicht so. Interessiert doch keinen langweilig. Öde. Ich heiße Maximilian L., bin 14 Jahre alt. Das L steht für legendär. Ja. Außerdem wohne ich in Weimar. Ich fahre sehr gerne Fahrrad, so viel zu mir. Jetzt erzähle ich euch etwas über einen Freund von mir, Robby. Robby! Robby! AKA Rucki. Er ist ein netter Junge, er skatet gern und er furzt am allerliebsten. Oh, der nimmt mir schon gleich ein ganzes Kanonenfeuer weg. Oh Mann, das finde ich sehr witzig, doch manchmal stinken seine Fürze, stinken ziemlich heftig. Doch das ist nicht so schlimm, da ich es auch ziemlich witzig finde. Es gab noch etwas, was ich sehr lustig fand. Es war ein schöner Sommertag und Robby, Robert, Christian und ich, wir hatten viel Spaß. Doch dann stellte er 3 Decks vor sich auf und spielte mit seinem Pullermann Theater.
Dann der du, ja ich. Also hinter diesen Skateboards, weißt doch, du? Das kenn ich schon, war meine Bühne. Ja. Oh geil. Das war deine erste große Bühne. Ja, auf jeden Fall. Dann rief er, Mama, Mama, mir ist schlecht. Und dann lunzte seine rot-violette Eiche hinter den Decks hervor. Und er rief, Mama, ich muss kotzen. Und er pullerte los. Das fand ich sehr lustig und wir haben viel gelacht. So, genug. Jetzt nächste Woche gibt es neue Geschichten von mir. Ja, das war nämlich außerhalb der Schulzeit, das war sehr schön. Prägendes Erlebnis. Und wenn du willst, kannst du halt jetzt deinen vorlesen. Ich habe echt keine Ahnung, was da drin steht. Aber den hast du halt geschrieben, weil Max diesen ersten geschrieben hat. Ich wette, der ist gar nicht von mir. Ich wette, den hat einfach nur jemand geschrieben, der unglaublich doch, gut meine Schrift fälschen kann. Also weil man muss nämlich eigentlich müsste man mal einblenden, wie geil diese Schrift ist. Ich habe mal selber so eine süße Mädchenschrift, ne? Ja, weil ja, die war einfach nur schön. Ja, halt so wie Mädchen. Da hast du recht. Die ist nicht weiblich, aber schön. So wie Mädchen. Okay, weil er in diesem hässlichen Westen war, kurzzeitig. Gut, das lasse ich mal unkommentiert. Ja, ich fand, das war anstößig. Was? Hässlicher Westen? Ja, okay. Wie gut, also, dass ich ein Ostler bin. Wer hier etwaige Informationen nicht bestätigen kann, soll sich bitte zur Sprache melden. Wieso? Was steht da? Ich habe keine Ahnung. Okay. Also, hallo, ich bin der Sebastian. Ich bin ein lieber, netter und 13-jähriger Junge. Ich habe ein paar Geschwister. Außerdem habe ich einen immens langen Puller und gelegentlich onaniere ich. Was denn zum 13-jährigen Vorbild, ey? Du schreibst du ihm? Geil. Schreibst du ich wollen wir zusammen Theater machen, oder? Ich habe einen voll coolen Kumpel, den Robin. Er ist ein sehr gewitzter Bube. Sein Penis ist ebenfalls immens lang. Kannst du das aus erster Hand bestätigen? Ich habe gesagt, ihr sollt euch melden, wenn hier was nicht stimmt. Ich habe keine Stimmen aufschreien hören. Also könnt ihr das auch bestätigen. Anna fehlt. Ja, die war ja nicht mit uns in der Klasse. Aber ja. Er ist sehr lieb und ich habe ihn sehr gerne. Ist das süß. Du hast den doch gelesen. Der kam doch in die engere Auswahl. Nein, ich habe irgendwann alles mitgenommen, was ich hatte. Mann. Irgendwann hat er mal ein Eis... Oh, die Story ist so geil. Das passt eigentlich total gut zu dieser Location, in der wir gerade sind. Kleine Schleichwerbung, Munzer Dönerhaus Weimar. Ja, jetzt ja in alter, genau, in alter Location noch in dieser Geschichte vorhanden. Also, irgendwann hat er mal ein Eis gegessen. Danach hat er bestimmt ein paar Mal gepupst. Das hätte ich bestimmt sehr lustig gefunden. Ich fand das sehr lustig, was der Bobin dann mit diesem Eiseimer gemacht hat. Und zwar hat der mal seinen Sack geschert und den Rest der geschnittenen Haare in diesen Bottich geschmissen. Das ist doch eine andere Geschichte, ne? Hä, was hast du jetzt gedacht? Die scheiße Geschichte von Munzur. Aber das hat nichts mit dem Eis zu tun. Egal. So. Als ich diesen Bottich öffnete, musste ich lauthals lachen. Denn mir grinste ein braun-schwarzes Wirrwarr an Haaren entgegen. Da entriss mir mein cooler Kumpel den Bottich und lief etwas rot an. Ich glaube, er fand das nicht so cool. Lange Zeit... seine Intimhaare. Ich hab das ja ganz vergessen, Mann. Die große Pointe kommt nämlich jetzt auch noch. Lange Zeit später haben wir diesen Bottich mit einem D-Böller kaputt gemacht. Ja, so ist das. Mit meinem coolen Kumpel. Aber Basti 13, ja. Also. Oh, ich habe schon wieder vergessen, was ihr für ist eklige großartig. Schweine wart. Ja, das sagst du jetzt, um dich davon zu distanzieren. Ich will gar nicht wissen, was Mädels mit 13 Jahren so unter sich veranstalten. An dieser Schamhagestelle können wir natürlich noch eine gute Geschichte erwähnen von Robin. Wo er sich im Unterricht beschnitten hat. Ja. Alter, hast du denn nicht mal einen Schamhaar rausgezogen, um zu beweisen, dass du Schamhaar hast? Nein. Er, das war anders. Er hat seine Haare am Goetheplatz gezeigt. Ja. Und das war's. Weil wir nicht wussten, ob er auch weiße Haare in den Intimbereich hat. Darum ging es nämlich. Es ging um die Haarfarbe. So das Kinder sind grausam. Aber auf jeden Fall wollte Robin in einer Unterrichtsstunde bei Frau bei Frau Piep. Es gibt ja viele ja.
meine Schere haben. Ich dachte mir, ja, Robin kann ja meine Schere haben. So, ja, das kenne ich noch. Ein paar Minuten später legt er die Schere mit seinen Schamhaaren auf den Tisch vor mir und ich brüllte lautstark auf: Frau, Punkt, 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 Robin, hör auf, deine Schamhaare abzuschneiden. Aber das hat ja halt nicht geklappt, das war die verpeilte. Es gab ja, ja zwei. Ja. Die langhaarige war ja echt extrem. Aber die Schere habe ich danach. Ach so, hier, sie, ne? Die mit den. Ja. Genau die. Wir haben auch immer hier Gießen gemacht. Ja, genau! Ich weiß gar nicht, wie das ist. Es ist doch hier alles ein bisschen lauter. Ich mach das mal auch ein bisschen leiser. Du weißt nicht, um wen es geht. Ich glaube, du hattest auch nie mit der. Die hatte die Haare gefärbt. Die mit den langen braunen Haaren. Ja, rot, so rötlich. Ja, rot, ja, dann weiß ich. Kunst, Mathe und Kunst. Die hier oben bei uns nebenan. Ja. In der 2, 3, 4, 5. Die war rot. Ach, sehr schön. Hat nicht Patrick mal mit einem Füller nach der gerufen? Ja, mit Patrick gab es sehr viele lustige Geschichten. Den müssen wir aber eigentlich noch vorstellen. Was war denn immer der Spruch von Herr Langbein mit dem Stift? Warum wirfst du... Nee, was haben die denn immer gesagt? Nein, also einmal hat er zu... Max hat so in seinem Auge rumgeholt und da hat er gesagt, jetzt Max, nimm den Stift aus dem Auge. Das haben wir sehr oft gesagt. Ja, wir haben es aber übelst abgewandelt. Ich weiß nicht mehr... Ist auch egal. Auf jeden Fall haben wir den Langbein lecker gemacht. Ich weiß noch, was du gesagt hast über Herr Langbein. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, nee. Das war übelst geil. Ich habe gesagt, Herr Langbein hat eine grüne Eiche. Ja, und wir waren gerade am Rausgehen oder so. Und dann hat er uns alle Aufgaben aufgegeben. Übelst viele Hausaufgaben hat er uns aufgegeben. Geiler Typ. Er hatte auch diesen komischen Kreidestift. Ja, der war der Erste, der diese Scheiße hatte. Und deswegen haben wir das nämlich irgendwie noch abgewandelt. Aber ich weiß es auch nicht mehr. Ja. Wir haben uns da ziemlich drüber lustig gemacht. Aber das wird auch nicht das einzige Mal gewesen sein, dass wir uns über ihn lustig gemacht gedroht hat irgendwie. Ja, wenn ihr euch da nicht benehmt. Ja, das hatten wir das war das nicht neulich erst. Mit Herr Schmangwein. Ach, mit dem Auto? Wir übelst assi waren. Also er war halt ein Referendar und wir waren immer übelst assi zu denen. Kennst du den, Nege? Das war vor dir. Das war 8 oder so. Beschreib ihn ganz kurz. Robert beschreibt ihn, finde ich. Robert sollte noch kurz eigentlich langes, blondes Haar. Er war eigentlich recht groß und auch eigentlich breit, jetzt aber nicht dick, aber er hatte halt so lange, schmierige Haare. Ja, irgendwie war er halt seltsam. Hat er immer ein schönes schwarzes Hemd an, glaube ich. Ja, immer halt so adrett gekleidet. Aber wie Kinder halt nun mal sind. So wie ich heute. Wie Kinder nun mal sind, der war halt ein bisschen seltsam. Der war der Erste mit solchen Kreidestiften und dann disst man den halt. Und er war ein Referendar. Das heißt, er hat keine Macht. Er hat keine Chance mehr. Und dann muss man ihn natürlich zerdissen. Und wir waren halt so assi. Der hat übelst geile Experimente teilweise gemacht. Ja. Mit so einem Auto da Weg genommen und dann Geschwindigkeit errechnet. Und einfach aus Prinzip haben wir halt dieses Auto gelatscht. Vor der Kantine sind wir hin und her gefahren und immer davor gelatscht. Musst du dir mal vorstellen, ey. Da macht so ein Mensch jahrelang so ein Studium, weißt du? Und vor allem bringt echt noch was Neues. Das ist echt so assi. Aber das Geilste war halt ja dann, als er die Prüfung hatte, wo dann die Leute hinten sitzen, da waren wir die beste Klasse, die es je gab. Das immer wenn dann die Lehrer hinten mit drin saßen, zu gucken, wie er da sich verhält. Der hatte so einen Schiss vorher und hinterher hat er... Der hat es sogar noch gesagt, hier verhaltet euch ordentlich, wenn die dann da sitzen und so. Und wir so, ja, sicher. Und dann waren die so nett, ey, das war echt krass. Aber das hat er verdient, das hat er sich erarbeitet. Netter Referendar auf jeden Fall. Den würde ich gerne mal wieder treffen. Ich würde eigentlich echt gerne mal wissen, was der gerade macht. Ja. Auch sehr geil war ja Klubschi. Klubschi fuck ja. Hieß am Schmangbein. Richtig. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Klubschi war, war wiederum der Freund irgendwie, der kam zusammen mit Frau Schmoßmann. Wer ist denn Frau Schmoßmann? Das war auch eine Referendarin. Chemie, Englisch, die mit ganz langen Haaren. Und Chemie. Und Chemie kann auch sein, ja. Da hat sie irgendein Experiment gemacht und hat sich selbst bei wehgetan. Sorry, gedacht, oder was? Ja, sie hat, das weiß ich auch nicht mehr, Chemie. Noch kein Schwein. Ja, man, das war mit so einer Dose, da hat die irgendwelches Gas. Genau, kein Lehrer hat jemals vom Chemietisch diese Wand hochgemacht. Ach so, ja. Zum Schutz der Lärmenden, gell. Und keiner hat es hier gemacht. Und sie, da muss man vorsichtig sein, das Ding hochgemacht. Hat sich ja übelst den Kittel angezogen, die Brille auf, macht da irgendwas und kriegt es voll von die Schnauze. Also, das war übelst geil. Hey, war ich da krank oder hab ich geschwärzt? Oder was geht? Frau, die sind übelst in den Chemieraum. Mit den Fächern unten. Nee, der neue. Er hat so eine Metalldose genommen, hat da unten irgendwelches Gas reingemacht. Ja. Dann hat sie das angezündet, ist die Dose 1A erst gegen die Scheibe.
Alter, ich wüsste es auch nicht mehr. Entweder habe ich es verpennt. Ich habe es vielleicht verpennt. Aber wo wir gerade bei Referendaren und Chemie sind, Frau Gurmler war auch geil. Frau Gurmler? Naja, nicht Frau Gürmler, oder? Ja, meinetwegen Gürmler. Gurmler klang einfach schön. Das ist halt auch wieder so ein typisches Ding. Die kleinen Kinder. Herr Gürmler. Genau das meine ich. Genau das meine ich. Die kleinen Kinder, die Assis. Da kommt halt die zierliche Frau Gürmler, die halt echt keine Oberweite hat. Und die Assi-Kinder, ja, die hat bestimmt eh schon Komplexe. Und die Assi-Kinder hauen da richtig auf. Herr Gürmler, Frau Gürmler, das ist so richtig gemein. Das war, glaube ich, die Zeit, wo Frau Boden, Frau Schmeuer oder was? Ja, Frau Schmeuer angehört hat, mich zu hassen. Ich glaube, so in der Zeit war das. Ja, aber ich glaube, die war auch nicht so gut. Ihre, also ihre Taktik war doch auch immer, wenn wir dann irgendwann unterbrochen haben, hat sie einen Strich an die Tafel gemacht. Und dass wir dann länger sind. Und wir hatten Freitag irgendwie 6 Uhr, also wir hatten letzte 6. Stunde bei ihr. Und dann fing sie an, wegen Fehlenstrich müssen wir eine Minute länger bleiben. Ja, und es klingelt, alle stehen auf und gehen einfach, ohne was zu sagen. Oder sie hatte doch einmal auch abgeschlossen. Na, genau, und das nächste Mal hat sie dann gesagt, sie schließt ab. Und da haben wir gesagt, das ist so, wir haben gegen unsere Fenster. Wir haben auch immer gegen die Tür getreten. Genau. Und das Geilste war ja wirklich, also sie hat ja trotzdem zugeschlossen, obwohl wir halt übrigens protestiert haben. Und es geht halt wirklich los. Und da war Max auch mit dabei, das weiß ich ganz genau. Ich zünde die Haus an! Das war mal wieder eine andere Sache. Schieß jetzt nicht quer. Nee, das war. Ich will noch, ich und Max saßen ja immer ganz hinten, wir haben eh nur noch Scheiße gemacht in Chemie. Dann sind wir vor, als es geklingelt hat. Und sie lassen uns jetzt raus und sie so, nee, setzt euch hin, wir haben jetzt noch 5 Minuten. Und da haben wir halt uns gegen die Tür gelassen. Und dann hat es halt vor Angst, dass die Tür in Haus geht. Tina hat es jetzt erst. Tina hat es jetzt erst gedacht, du willst gerade überhaupt gehen. Da braucht Schmeuer. Na und? Oh Mann. Hey, was geht ab? Du bist doch gerade immer noch bei Frau Gürmler. So. Ich wusste doch nicht, wen ihr meint. Ja, aber als wenn Robert gerade sagt, von der Tür latschen, weiß ich nicht genau, in diesem scheiß Chemieraum. Nein, das war, wir haben den ganzen Raum auseinander. Wir haben den ganzen Tisch, die Stücke, alles haben wir auseinandergebaut. Ich hatte ja wegen Skaten immer meine Sachen mit hier. Das war so geil. Meine Werkzeuge. Das war so geil. Unten waren ja diese Fächer dran. Und irgendwann hat Robert uns eine ganze Platte mit die so raus. Das freut sich halt. Wir hatten den Tisch haben wir übelst gebohrt und gebohrt. Ich hab die Stühle auseinandergebracht. Und das Geilste, wir hatten so eine Doppelstunde irgendwie Chemie oder so. Oder wir hatten auf jeden Fall vor der großen Pause, durften wir schon in den Raum rein. Und wir beide, da war noch diese Tafel hier. Ja, wir haben in der Wand hochgerannt. Ja, und wir haben halt versucht, wer ist einen Schuh höher an die Wand kriegt. Und sie schreiben hinter. Und da waren die übelsten Fußabdrücke an der Wand. So richtig assi. Oh Mann, ist das schlimm. Wir hatten ja auch mal eine Zeit lang aber in dem Chemieraum. Pausenverbot. Wir durften nicht mehr in der Pause drehen. In dem Chemieraum hat Max auch Pornos geguckt. Wie dumm das ist. Da war dann ja noch mehr Schaden. Na, wir mussten dann runtergehen, wir durften nicht mehr drunter. Ich weiß auch warum, weil jemand aus dem Fenster gespuckt hat. Ja. Das ist aber auch eine harte Straftat. Aber jeder hat doch immer aus dem Fenster gerotzt. Ja, aber nicht jeder hat es erwischen lassen. Ja. Aber wir haben dann teilweise so Sachen aus dem Fenster geschmissen. Bevor wir den Chemieraum verlassen, ja, weil Robert hat es gerade angesprochen, dass am Ende von der 10. in Chemie hat sie ja komplett aufgegeben. Ja. Da hat dann nur noch Anton mitgemacht. Weil er die BLS schreiben musste. Ja genau, sie saß vorne, hat Zeitung gelesen und Max und er gucken hinten auf dem Handy Pornos. Das weiß ich aber. Und einmal war es nämlich noch, da haben wir eine TÜ geschrieben, da war ich irgendwie, habe ich diesen Pilotentest im Bioraum vorher gemacht. Ja! Und habe mich hier aufgeschrammt und das war die erste Stunde, in der letzten Stunde ist das übelst angeschwollen. Ja, und ich saß halt da in der täglichen Übung, dachte schon, scheiße, wie kann ich das jetzt umgehen? Und auf einmal, wie so ein Wink des Schicksals, sehe ich halt übelst angeschwollen. Sagst du zu deinem, ey, ist das normal? Das war halt echt so ein Mist. Und ich durfte heimgehen. Aber es war halt auch geil. Ich glaube, ich habe mein Leben noch nie so viel Stadtland Fluss gespielt in der Zeit. Weil es ging ja wirklich, wer keine Lust hat, setzt sich in die letzte Reihe. Die letzte Reihe war voll. Und dann ging es die letzten 2 Reihen. Die waren dann irgendwann auch voll. Keiner hat Wort gemacht. Ich glaube, vorne irgendwie Anton halt noch. Wir durften ja sogar spicken irgendwann, ne? Nein, durften wir nicht. Bei Frau Greuer. Ohne Scheiß. Bei der war es ja so. Wir haben Chemie geschrieben und die kam durch die Reihen und hat bei dir und bei mir ein A4-Blatt vollgeschrieben mit Chemiezeug rausgezogen und hat gemeint, schreibt weiter, ihr schafft es eh nicht. Das hilft dir doch eh nicht. Das war so geil. Einfach nur, ich meine, die hat wahrscheinlich einfach nur die Handschrift erkannt und hat sich gedacht, ach, der hat da eh nur irgendeinen Scheiß draufgeschrieben. Nee, sie hat ja gesagt, irgendwie, war ja Klassenarbeit.
irgendwie. Ja. Und ich hatte, wie gesagt, unter den Bänken einen ganzen zwei A4-Blätter oder so. Und Chemie war immer so, keine Ahnung, hatte ich keinen Plan davon. Ja. Und ja, was jetzt machen? Und sie kommt, guckt mich an, guckt so, gibt's her. Und dann nimmt sie weg und sagt, schreib weiter, ich hab's eh nichts mehr. Aber der geilste Spicker kam von Robin. Ich war nicht dabei, aber die Musikgeschichte. Was? Mit, ja, dein, mit, dein, ja, mit deiner Spicker-Kodierung, die muss ich nochmal erinnern. Bei Herr Schmarks. Spicker-Kodierung? Ja. Bei Herr Schmarks. Also Herr Schmarks, war der Einzige, der mich erwischt hat, auf jeden Fall. Ja, und du hast Spicker-kodiert. Ja. Du hast dir für bestimmte Zusammenhänge ein Alias ausgedacht und hast irgendwelche Musiksachen dann gelernt anhand von irgendwelchen Charakteren aus Final Fantasy. Ja, aber also das kann ich ja jetzt nicht mehr genau sagen, wie das war. Aber das war geil. Das war geil. Vor allem, ich weiß noch, Herr Schmarks kam dann zu dir und meinte, was hast du da auf dem Arm stehen? Und du zeigst ihn halt und er so und er halt konnte halt nichts damit anfangen. Und Robin saß die ganze Zeit. Das war aber, glaube ich, dann bei Frau Schmürmse. Der Schmarks hat mich erwischt. Ich denke mir auch, dass das bei Frau Schmürmse war. Aber Schmarks war es auch. Aber wollen wir vielleicht von den Lehrern erstmal abkommen, weil die haben jetzt genug abgekriegt. Wollen wir mal hier, du hast hier so eine Liste liegen, gell, mit Menschen, noch Schüler und so. Oder nicht? Ja, nee, ich habe Lehrer bei Schmeuer, das ist ja alles schon mit Max Porno und so, da habe ich nur dahinter geschrieben. Ich habe das von den Lehrern ein bisschen abhängig gemacht. Bei Frau Schmalbrecht hatten wir nämlich Informatik. Und da gab es auch die eine oder andere geile Geschichte, die jetzt nicht irgendwie böse war. Mit dem Blasrohr. Mit dem Blasrohr zum Beispiel. Besagter Patrick oder Kai oder wie auch immer ihr ihn nennen wollt. Das war so geil. Ja. Das war einfach nur ein feuchtes, kleines Stückchen Papier. Und Patrick halt so schön am Computer macht so. Und der war ja echt bei jedem Scheiß auf die Palme zu bringen. Und Basti so ganz cool mit dem Blasrohr. Patrick! Und spuckt ihm echt hinter das Ohr. Und es bleibt kleben. So grandios, ey. Und noch die andere Sache, die jetzt nicht irgendwie spektakulär ist, weil sie einfach nur total dumm ist. Irgendwie, du hast an dieser, im Informatikraum war es ja keine Tafel, sondern so ein Edding-Ding, ja, so eine weiße. Ja. Genau. Und du hast da so dran rumgeschmiert und hast dann an deinen Finger gerochen, der nach Edding gerochen hat. Und du zu mir, oh, das riecht aber stark. Und ich riech an meinen, wo halt echt nichts dran ist. Total dumm, ey. Wie ich den wir dann am Ende hatten. In Informatik. Herr Schmunkel. Genau. Das Geile war, er hatte eine Brille. Und das war so geil. Da saßen wir irgendwie ganz rechts vorne oder so. Ja. Und irgendwann ging es irgendwie nur, ich lagte deine Brille zu... Nein, am Anfang ging es nicht um ihn. Es ging ja nicht um ihn. Oder ja, so. Irgendjemand mit Brille oder so. Und wir haben nur so im Spaß erzählt, wir schlagen dir die Brille als Kontaktlinse ein. Und das hat er gehört und dachte, wir meinen ihn. Er stand halt neben uns. Das ist so geil. Irgendwie haben das übelst rausgebrüllt, wisst ihr, Anfass war ruhig und wurde mal laut und dann schlagt er deine Brille zu Kontakt. In dem Moment guckt er uns an. Das ist geil. Aber der war echt cool, der war richtig cool. Einfach nur, wie ich ihn einfach nur gar nicht interessiert hat, dass wir nie da waren. Und dann kam er an, naja, wir schreiben am Freitag eine Arbeit. Kommt mal lieber, weil ich will euch keine 6 geben. Ich meine, hattest du bei dem, nee, oder? Nee. Ja, der war aber geil. Das war ja auch ein Referendar, und der war richtig cool. Ja. Ich weiß noch, wie wir Pläne geschmiedet haben, es war ja im Erdgeschoss. Oder warte mal kurz, war das der auch Bio gemacht hat? Nee, Sozialkunde noch. Ja, Sozi, genau. Ah, okay. Auf jeden Fall war das im Erdgeschoss. Ja. Und wir haben Pläne geschmiedet, das Fenster aufzulassen in der letzten Stunde, um dann den Feuerlöscher zu klauen und einzusteigen. Das weiß ich auch noch. Wir haben verworfen, dann haben wir einfach schon so geguckt. Auch wenn wir nichts gemacht haben, ihr plant doch wieder was. Ja, prinzipiell natürlich. Aber da war richtig geil. Wenn man einmal ruhig war im Unterricht, das irgendwas stimmt hier nicht. Ihr plant was, ne? Dann stehen wir da. Oder ihr habt gerade Scheiße gebaut. irgendwas habt ihr doch gerade gemacht. Aber das Geilste, die hatten ja immer dieses Master-Eye oder was weiß ich, wo er alle Computer steuern konnte. Ja. Und wo er entweder das sperren konnte oder auf allen Bildschirm anzeigen, was gerade auf Eis kommt. Ich weiß, was kommt. Und ich hatte halt gerade den Hitler. Und der Herr Schmuggel natürlich. Was hast du da? Er hat es halt nicht erkannt. Und macht Frust auf dem Beamer und auf
Geil war ja auch. Er konnte, oh, da saß ich neben euch, das war so geil. Der ganze so Pool war voll von den ganzen. Geil war ja auch. Irgendwann, er konnte ja so sperren und dann kam ja immer irgend so ein Sperrbild. Ja. Und dann hat er ja Nelson von Simpsons gemacht. Ja, das war mit, haha. Und dann haben wir mit unserem durchsichtigen Heftabholen, haben wir aus dem Nelson so ein Hitler und Elsa gemacht. Und er kommt mir, er feiert mir das Ganze, ich habe nicht mehr eingekriegt. Und dann hat er die Rechnung gesperrt. Und jetzt aber sieht er vor geil. Und irgendwann kam er rum und hat es gesehen. Und er musste halt auch lachen. Oh, das war so geil. Hey, ja, aber dieser Typ. Das ist grandios. Aber überhaupt diese ganze Hitler-Sache, ich weiß noch mit Max, das war so ein Volkssport. Du schreibst ganz unbescholten in deinen Hefter, zack, Hakenkreuz. In jedem Fach. Ich hatte immer Hakenkreuz, wenn ich neben dem saß. Das ganze Hausaufgabenheft. Oder einfach die Seite eingerissen. Einfach so. Ja. Oder, was ja auch geil, ja. Beim Stift, einfach hinten so gegen Stift. Ja, und vor allen Dingen, wenn die dann doch die Hefterkontrolle gemacht haben. Ja. Und du guckst durch den Hefter, Hakenkreuz, Hakenkreuz, eingerissen. Aber vor allen Dingen, eigentlich übelst asozial, weil Max hatte eh immer die behindertsten Hefter, die sahen immer übel scheiße aus. Deswegen konnte sich keiner bei ihm damit rechnen. Ja. Es war einfach egal, Mann. Ich meine, in den oberen Klassen hatte ich dann auch nur noch einen Block oder so, ja, für alles. Ein Block für alles. Aber trotzdem. Habe ich übrigens erfolgreich in der Berufsschule weitergeführt. Sehr Tradition. Ich meine, das kann man nicht, wisst schon. In so. Alles. CNC-Style. Was ich sagen wollte, lass mal vielleicht kurz zu unserer werten Klassenlehrerin gehen. Frau Schmunterstab. Ein stark verfremdeter Name. Die alte Mietwolle. Bei allem Respekt muss ich da nämlich sagen, das war die einzige, vor der ich echt Angst hatte. So. Ich weiß nicht warum, vielleicht weil wir sie so lange hatten oder so, aber die hatte halt so krasse Stimmungsschwankungen. Die konnte zuckersüß sein und im nächsten Moment war sie richtig arschsauer auf dich. Na, heult unser Riesenbaby nicht. Ja. Ey, wir mussten doch, aber sie hat doch auch das MOOC-Projekt angezettelt. Ja, ja, ja. Miteinander ist auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Gib das mal. Ja, das war geil, da haben wir mal kein Englisch und kein Deutsch gehabt. Ja. Ja. Wir sind da miteinander umgehen, trainieren. Ja, und ich weiß noch, eins der ersten Experimente war eben diesen werten Kai oder wie auch immer. Das war doch das mit den Seilen. Genau, über dieses Seil. Und es ging halt einfach nicht. Weil er halt auch echt viel gewogen hat. Und es ging halt einfach nicht. Und klar ist er dann wieder Opferrolle, ja. Weißt du? Es ging in dem Spiel quasi darum, dass zwei Seile aufgespannt wurden oder ein Seil in der Mitte. Und das genau. Quasi via Teamwork. Irgendwie ja. Die komplette Gruppe auf der ersten Seite. Das war auf irgendeiner Klassenfahrt auch so, da mussten wir auch Kai rüberheben oder so. Und keiner hat am Anfang Kai geholfen. Er ist ja nicht irgendwie fett gewesen. Wir hatten halt irgendwie eine Klasse aus 20 Leuten. Es waren einfach 19 Leute dann drüben. Und Patrick stand halt noch auf der anderen Seite. Aber man muss auch wirklich sagen, er hat es wirklich immer sau ungünstig getroffen. Wir haben es ja tatsächlich probiert, ihn zu integrieren. Ich weiß noch, die eine Klassenfahrt. Da haben wir uns halt gesagt, okay, wir nehmen ihn einfach mit auf unser Zimmer, ja? Und machen halt auch viel mit dem Wort hier. Das war dann aber in und irgendwann wurde er ausgelagert, weil er einfach weil er einfach morgens irgendwie um 6 in seinem Bett heulend lag und als wir ihn gefragt haben, was ist denn los? Sagt er sowas wie, oh, ich vermisse meine Mami. Das kannst du doch Kindern in unserem Alter nicht antun. Das ist doch eine Steilvorlage. Auf jeden Fall. Seine Mama hat auch nur die Hausaufgaben gemacht. Er ist doch fast gestorben, als wir sein Wort sie versteckt haben mit der Bette. Das war doch dieses Zerkaute. Ich weiß noch, ihr habt ja dann hier diese ganzen Experimente versucht, die Hand ins kalte Wasser zu halten. Sogar ein nasser Schuh. Und der Zahnpasta an, ihr habt... In dem einen, auf der einen Klasse habt ihr alles versucht, Mann. Ja, Mann. Hat sich nicht eingefisst. Das weißt du doch nicht. Ja, ist halt, es ist schon mies, so ein Opfer zu haben in der Klasse, aber er hat es echt verdient. Ja, ich meine, hinten raus wurde es aber Patrick, du bist ein Guter, wirklich. Ja. Du darfst das jetzt nicht falsch verstehen. Wir haben dir ganz viel zu verdanken. Absolut. Also ich finde auch im Nachhinein viele Sachen übelst gemein und würde es ja auch nicht nochmal machen. Jetzt mal ohne Spaß, auch nach der Schule habe ich ihn nochmal getroffen und er hat sich, finde ich, übelst krass verändert. Also ja, das läuft. Aber was ich sagen wollte, er wurde ja auch teilweise von den Lehrern gedisst. Also, es ist ja nicht. Naja, aber es war ja halt. Es hat ja nicht. Sein ja, also aber das Geile ist, provoziert Robin und Basti oder so, die haben irgendeine Scheiße gebaut. Und im nächsten Moment macht Völkner das auch und dann sieht es der Lehrer. Ja. Und dann wurde auf. Also, Frau Strickler hat es immer hingekriegt. Irgendwer hat die Tafel voll geschmiert. Und dann hieß es, wer war's? Die ganze Klasse, Patrick! Geil war ja auch. Oh, schon wieder Patrick! Geil war ja auch bei Herr Schmönch. Herr Schmönch hat auch richtig geiles. Und Patrick, wo wir, er war zur Pause essen, glaube ich, weil er hat ja immer mitgegessen. Ja. Und wir waren im Raum und haben aus gefühlt
Ach so. 20 Tischen und Stühlen, einfach nur sein Platz, wo er mal saß, komplett eingebaut. Das ist also nur, einfach nur noch alles, Alter, drauf die und übelst so. Geil, diese Skulpturen. Das war so geil. Richtig, und er kommt halt rein, nee, und regt sich halt übelst auf. Und hat er vorgetreten. Und in dem Moment, wo er irgendwie in der Mitte was rauszieht, kommt der Schmensch rein. Und es knallt halt alles nur runter und er kriegt halt voll eine wieder vor Land. Halt so. Dunkel auf, halt so. Ja, an der Stelle schöne Grüße an Patrick. Hey, wir müssen das dann rauspiepen, oder? Ja, na, also sein voller Name, den piep ich raus. Aber da können wir auch noch dann direkt. Das ist dann Schmöckner Rodeo. Schmöckner Rodeo. Aber Schmönch war doch der, wo wir immer den Multiple-Choice-Test hatten. Ne? Ja, wo immer gecheatet. Oh ja, wo Tony die Lösung hatten. Ja. Wo wir einmal an 1. Es war gleich alles. Und du hast eine 1, obwohl du einen Fehler eingebaut hattest. Aber nur weil sich irgendwie Anton und noch jemand geweigert haben, das zu benutzen. Genau, zwei Leute haben sich geweigert und haben es nicht gemacht. Die hatten nur eine 5 und andere hatten eine 0. Aber stimmt, was er gesagt hat, ich habe mit Absicht einen Fehler reingemacht, damit es nicht so unrealistisch ist. Unrealistisch mit nur einem Fehler, genau. Ja, genau. Stimmt. Aber immer nur einen Fehler, gell? Aber ich sag's mal, es war ja halt geil, wie er die Stunde, als er es kontrolliert hat, wieder kam, und zwar die erste Note im Jahr, und zwar gleich am Jahresanfang. Und er dachte, oh, die haben sich gedreht, die machen jetzt was und so. Und er kam übelst begeistert, kam er halt die Klasse rein, bis er also irgendwann halt Kraft hat. Ja, der kam dann nämlich nochmal ein, zwei Wochen später an und meinte, wir haben da über was zu reden und so, weil irgendwann muss uns angeschwärzt haben. Er wollte auch eure Noten anzweifeln, von denen Bianca war. Und vor allen Dingen hat er dann auch eigentlich veranlassen wollen, dass der Test wiederholt oder gar ganz gestrichen wird. Und dann haben wir das natürlich allen unseren Eltern erzählt und die sind auf die Barrikaden gegangen, wie so. Also das geht ja auch irgendwie nicht, wenn die Noten schon eingetragen sind, geht das irgendwie nicht mehr. Ich habe jede Woche einen Brief mit nach Hause genommen. Jede Woche. Bei Herrn Schmönch, da hatten wir auch in diesem, ich glaube Raum 20, der hatte diese komischen Rollläden. Ja. Da haben wir einmal oder zweimal sogar alles komplett dunkel gemacht. Ja, und haben alle unter die Tische. Und genau, so. Und das Licht aus, alle unter die Tische. Und ich war noch außerhalb, also hinter dem Vorhang im Fenster. Ja, das war so ganz du kamst ja theoretisch nicht mehr alleine rein. Ja. Und dann kommt er halt rein und denkt so, oh, ist ja witzig. Und keiner hat natürlich was gemacht, in den Tischen und so. Bei Herr Schmensch war auch sehr geil, er hatte Geografie und Tina saß vor Sascha und mir. Und wir waren alle übelst am Spicken. Ich als Arbeitsheft, Sascha als Hefter und Tina hat auch gespickt. Sie saß halt gefühlt so viel von uns weg, weil wir halt die ganze Zeit nur im Austausch waren. Und Tina wurde erwischt und wir sitzen da, sie so ein Stück von uns weg und er erwischt dich beim Spicken. Das ist schon ganz genau. Und wir sitzen da. Weil jetzt halt, wir haben komplett alles voll mit Zeug. Da geht ein richtig Pump, ey. Bei Herr Schmönch hattest du auch einmal Rohr mit Christine, mit zum Lineal. Ja. Bei Frau Schmaldo. Das wüsste ich noch. Christine, kann ich mal dein Lineal haben? Ja, immer wieder, so 50 Mal. Tina, können wir das Lineal auch mal sehen? Bei Herr Schmönch hattest du noch die eine Geschichte mit genau, deinem Zettel. Ich habe gerade geguckt, aber ich habe die nicht dabei. Ich habe nämlich eine übelst ausführliche Geschichte über das Kacken oder das Furzen oder irgendwas. Total sinnlos. Habe ich geschrieben während einer Mathe-Doppelstunde. Ja, und Herr Schmönch hat es dann gesehen und wollte den Zettel haben. Er hat aber nicht gesehen, was es ist. Nee. So, und er kommt halt an. Das war mein einziger Verweis, den ich gekriegt habe. Total dumm. Nee, ich habe Verwarnungen. Dem. Verwarnung, das war nur eine Verwarnung. Das war nur eine Verwarnung? Also ich habe natürlich die gesammelt. Ich hatte 3 Verwarnungen wegen dem Hausaufgabenheft. Du hast eine Verwarnung für das verkackte Hausaufgabenheft? Ich war das Opfer. Ich hab den Verweis gekriegt. Weil du warst das Opfer, weil wir da reingeschrieben haben. Weißt du, du bist auch der das geschehen lässt, ne? Wenn das nicht will. Weißt du, was ich bekommen habe? Gar nicht. Das war so geil. Ich durfte mich noch mit dieser Streetworkerin rumschlagen. Wenn wir jetzt schon mal dabei sind, Max auch eingehen. Nee, wir gehen jetzt erst auf die Schmönch-Geschichte. Alle Verweise, die ich in meiner Schulzeit hatte, hingen alle mit dir zusammen. Dann war es kurz vor meinem Abi, wo sie zu mir gesagt haben, naja, bei 3 Verweisen wirst du nicht zum Abitur zugelassen, Tina. Dann sag ich, Dankeschön. Hallo, schieb's nicht nur auf mich, ja. Doch, das war mit der Klinge bei Frau Schmönch. Und die einzige Lehrerin, die wirklich gerafft hat, dass es vielleicht auch psychologische Gründe hat, war Frau Strickler. Ja. Die einzige, die sich deiner angenommen hat und es mal ein bisschen analysieren wollte. Alle anderen haben drauf geschissen. Mit der trinke ich immer noch. Die ist nächste Woche wieder zum Kaffee zu mir eingeladen. Ist gut. Diesmal in genau der gleichen Runde nochmal zusammenkommen und mit ihr lästern. Eine sehr über die anderen Lehrer. Aber weißt du, ich weiß nicht, ob es war vielleicht auch schon in der Oberstufe.
einmal wurden ja die Lautsprecher benutzt. Ja. Ah, das war Oberstufe, ne? Aber ich glaube, wurden die nicht dann bei jedem Scheiß? Nein, die wurden einmal erst benutzt. Also wegen und dann hieß es, Tina kehrt und Robin Noster sofort ins Sekretariat, bitte. Ja. Weil, das war, glaube ich, erst das erste Mal, wo sie so richtig... Danach also, haben sie es dann öfter benutzt. Das war das zweite Hausaufgabenheft, was aus dem Fenster geflogen ist. Ja. Aber damit es dir wieder besser geht, willst du mal diesen Brief an dich vortragen? Der kommt von Max, der leider noch verhindert ist, aber... Vielleicht kommt er noch, vielleicht nicht. Ja. Schade. Tina, zum Abschied will ich dir noch sagen, dass du das schönste Mädchen bist, was ich je gesehen habe. Und es mich zutiefst erschüttert, dass ich nicht mehr in deine wunderschönen glänzenden Augen blicken kann. Ich bedauere auch, dass wir uns nie so richtig nahe gekommen sind. Trotzdem hoffe ich... hoffe ich, dass wir später zusammenfinden und 7 Kinder haben. Ich liebe dich, dein Max. Aber der ist geiler von Max. Der ist der Beste. Warte. Okay. Bitte ignoriere meine Gefühle nicht. Ich liebe dich und deinen Körper. Vor allem deinen Körper. Vor allem dem. Und ich möchte meinen Zug in deinen Tunnel fahren. Das kommt das Beste. Den Saft deiner Pflaumen schmecken. Dein Brötchen schmieren. Deine Hupen drücken. Bitte, vom ganzen Herzen, schreib mir zurück. Ich liebe dich doch so, dein Verehrer. Oh, ist das süß. Oh, schön. Ich habe die ersten Zettel waren so Witze mit mir gehen. Ja, nein, vielleicht. Dieses typische Ding, das hattet ihr auch geschickt. Ja. Mit Glitzerschrift, ohne Scheiß. Das ist ja übelst hart. Das ist richtig hart. Du bist die Einzige für mich und keiner liebt mich mehr als dich. Du bist die, die mich versteht und auch durch dick und dünn mit mir geht. Wie in tausend einer Nacht hat es bei uns Klick gemacht. Oh. Mit dir Hand in Hand zu gehen, in deine braunen Augen... Ich hab gar keine braunen Augen. Deine braunen Augen zu sehen. Zärtlich deine Nähe spüren, ausgedehnte Gespräche... Ausgedehnt hat es gerade noch mal. Und dich trösten, wenn du traurig bist. Ich liebe die Wärme, die dich umhüllt. Durch dich ist mein Leben ausgefüllt. Du bist mein Alles. Ich liebe dich. Ich hoffe, es geht dir genauso, wenn du denkst an mich. Ich denke an dich und träume von dir. Ich brauche dich überall bei mir. Dein Max. Und willst du dich nochmal bedanken? Krass, danke, Max. Ja, das ist wirklich sehr, ich denke auch, dass das aber echt schön war. Also kommen die 7 Kinder noch. Mich piesackt er aber, ne? Und so. Also um das noch das ganz kurz ich. Zu Ende zu führen. Das ist das, was ich gesucht habe. Der kam nämlich an, ich habe die Sofortgeschichte geschrieben. Herr Schmönch. Du hast Herr Schmönch gesagt, oder? Ja, habe ich. Kam an zu mir und wollte halt diesen Zettel haben und ich habe ihn vorne in meine Hose hineingesteckt. Das weiß ich noch. Ja, was an sich finde ich gar nicht so schlimm, aber er war extremst empört, ist sofort zum Schulleiter gegangen. Er hat halt gesagt, Robin, hol den Zettel da wieder raus. Ich habe gesagt, hol ihn selber raus. Das hat er natürlich nicht gemacht. Und dann wurdest du rausgeführt mit ihm. Ja, und dann musste er natürlich sofort zum Schulleiter gehen und das war mein einziger Verweis. Also natürlich bedingt durch die ganzen Verwarnungen vorher. Aber, yo. Krass, du hast echt nur Verwarnungen? Davor das, ja. Einmal fürs Hausaufgabenheft. Wollen wir das Hausaufgabenheft? Dann fangen wir halt jetzt mit dem Hausaufgabenheft an. Dann ziehen wir uns an meinen Verwarnungen da lang. Du musst mal einen Scheißverweis gekriegt haben. Das kann doch nicht sein. Hab ich ja, aber nur für dieses eine. Ich hab 2 wegen dir. Wegen dir? Das ist so geil, ey. Was hast du gemacht? Ich frag mich echt, was dabei rausgekommen wäre, wenn jemand herausgefunden hätte, wer diesen kompletten Fetteimer auf dem Schulhof verteilt hat und ins Bad geschmissen hat. Also ich weiß es komplett. Ich weiß auch, wer es war. Du hast es jetzt so gesagt, als wäre ich das gewesen. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch, wer es war. Er war auch bei uns in der 10. Nein. Doch. Ja, sag's doch mal mit Schmeidi. Schmeidi. Der war dabei. Der war dabei. Gut, ja. Aber da war er nicht mehr bei uns. Und wer war's? Es gab ja noch ganz andere Storys. Also da waren noch andere dabei. Diverse Schmalztets und so. Und diverse Schmerzels. Ja, die Geschichte kenne ich auch. Dach. Ja, absolut. Ach, hat mir Herr Schmalztet erzählt. Ah, die gehören ja nicht zur 10. Ja, gut, wollte ich gerade sagen, die Namen, die aber sind eher so... Also da gehören ja eher noch sowas wie Wegen Er und so dazu. Ja, aber der war da nicht dabei. Nein. Ist ja auch egal. Hausaufgabenheft. Gibt es das noch? Nee, das war immer noch nicht. Wir müssen mal jemanden erpressen, dass wir es wiederkriegen. Dass wir irgendjemanden in die Tür in den Schularchiven gespeichert. Auf jeden Fall. Ich wette, das hat die Ding NSA ist. Mittlerweile. Das ist auch so ein Ding, was, glaube ich, Max angefangen hat. Ja. Und hat es noch relativ, ich sage noch, relativ subtil gemacht. Das war, ja, Max, du hast dann den Vogel übelst abgeschossen. Also erstmal, ja, ich ja der Letzte, der irgendwie so Nazi ist oder sonst was. Ja, ja.
No? Wir sind alle nicht Nazi. Ja, hallo, Alter. Ja, da war auch kein Ton, dass uns keiner falsch aber versteht. Aber der Witz daran war ja, dass es halt in meinem Hausaufgabenheft, damals war ich ja übrigens, hat an meiner Mütze so Nazis raus und sowas stehen. Ja, deswegen war das halt bei mir der besondere Witz, bei mir sowas reinzuschreiben wie: Ich habe mich geweigert, Sami die Hand zu schütteln, weil er nicht dem arischen Vorbild entspricht. Das hat mir Max damit rot als Eintrag in mein Hausaufgabenheft gemacht. So fing das an. Und dann ging dieses Hausaufgabenheft einmal in der Klasse rum. Und jeder hat irgend so was dazu geschrieben. Fast jeder. Und es war halt irgendwie, ja, wenn du es bekommen hast, hast du es durchgelesen, du musst es halt noch einen draufsetzen. Ja. Und Basti, ich weiß gar nicht mehr, was ich geschrieben habe. Du hast auch irgendwas nicht, mit Granaten und Negerbabys und irgendwie an ihren Blut ertrinken. Total over the top. Ich würde zu gern alles nochmal lesen. Ich würde echt gerne. Ja. Planen, wenn was zusteht. Also, ich weiß nicht, du das hast doch irgendjemand, irgendeine Fünfklässler hat das doch gemacht. Genau, genau. Und das ist dann verloren gegangen. So. Ja. Dann ging es halt nur, ja, wer hat denn das? Na, du hast es doch. Und dann ging es halt, na, egal. Und irgendwie zwei Tage stand später. Halt mein Name ja. Drauf, ne? Na, und halt noch so ein paar andere halt hier so. Ja. Schmami. Und ja. Wo wir auch wieder bei meiner Schrift wären, weil ich glaube, der Grund, warum ich dann wirklich erwischt worden bin, ist wegen der Schrift. Genau, es ging ja immer, wer hat was geschrieben und bla. Und genau, und Max Schrift sah so aus wie deine. Und deswegen wurdest du übelst rangenommen. Und ich weiß noch, ich saß bei Frau Schmunderstab und dann, sie hat dann erzählt, na warst du es? Ich so, na wenn sie meinen, dass ich es war, dann war ich es halt. Und ich habe die ganze Zeit habe ich das so aufgezogen und am Ende hat sie mir halt überhaupt nichts mehr geglaubt. Sie hat mir nichts mehr geglaubt. Sie hat mir weder geglaubt, dass ich es war, dass ich es nicht war, dass ich überhaupt im Raum war. Hat sie wahrscheinlich gar nicht mehr geglaubt. Also, und dann bin ich mit gar nicht rausgegangen. Aber ich glaube, der einzige Grund, warum ich tatsächlich den Verweis gekriegt habe, und das begründet vielleicht, warum du keinen gekriegt hast und auch alle anderen keinen, war, dass ich, glaube ich, der Einzige war, der mit einer Lehrerunterschrift unterschrieben hat. Das kann sein. Und dann ging es nämlich darum, das ist ja Urkundenfälschung und Pipapu und Rufmord und was nicht alles. Keine Ahnung. Das ist halt totaler Quatsch. Naja, ich glaube, es war Strickler und Schmunderstab. Weil die sind ja auch die uns Einträge gegeben haben. Ja, das ist zwar gut, jeder, glaube ich, hat das mal so ab und zu mal ein. Ja, aber die waren halt Klassenlehrer und Stellvertretende und hier, wie heißt Vertrauens. Genau, Vertrauenslehrerin und so. Auf jeden Fall war das trotzdem total dumm, aber ich kann es schon verstehen, wenn man da nicht so ganz drin ist, ja. Wenn man nicht in der Klasse drinsteckt und vielleicht nicht den Humor hat und das so liest. Ja. Naja, aber ich meine, es wusste doch aber auch jeder, dass der werte Sami ein echt guter Freund von uns war. Und dass es halt einfach Spaß ist, aber keine Ahnung. Ich glaube, sie wollten einfach am Ende auch ein Exempel statuieren, weil es ist schon an sich eine richtige Sache, dass man Kindern beibringt, dass man damit ein bisschen sensibler umgeht, als wir das gemacht haben. Aber nichtsdestotrotz hat es Spaß gemacht. Das war mega lustig. War toll. Ich glaube, ich würde mich bepissen, wenn ich das heute lesen könnte. Aber sowas fand ich schon sehr schade. Auf jeden Fall kommen wir doch zu meinem zweiten Verwarnungsfastausweis und das war nämlich das Schmölkner-Rodeo. Mhm. Das ist entstanden. Kollektiv die ganze Klasse. Ja, aber das ist dadurch entstanden, dass wir KDH gespielt haben, Club den Hacker. Ja, also diese Hacky-Sex, da haben wir früher doch immer gespielt, erst und dann ging es irgendwie, wer den hat, ja, der wird gekloppt. Der wurde gejagt und du musst ihn abwehren. Um dann auf die Fresse zu bekommen. Aber das Ziel war trotzdem, den Hacky-Sack zu holen und du wusstest aber, wenn du den hast, dann wirst du gejagt. Dann wirst du gejagt, das war halt geil. Der Thrill. Ja, das war saugeil einfach nur. Aber ich wollte sagen, das war nämlich der Zeitpunkt, als Tina kam. Als hinten der Schulhof war, kam Tina mit den anderen an und Max hat sofort festgestellt, Tina muss das Alpha-Weibchen sein. Hat er sofort gemerkt. Sein zweites, sein Veto-Vote ging dann an Christiane, aber er hat gesagt, nee, die Tina muss es sein. Und das hat sich ja dann auch als Wabe herausgestellt. Man muss halt dazu anhören. Ich habe Volkner-Rodeo auch genossen. Was ist denn jetzt nun eigentlich? Haben wir jetzt schon kurz erklärt, was Rodeo ist? Nee, noch gar nicht. Nee, weil es jetzt auf einmal wieder um Tina ging. Was ja gut ist, weil Tina ist ja hier der Mittelpunkt der Erde, muss man sagen. Hier, da haben ja alle Widmung gemacht. Hier, schöne Bilder und eigentlich, das kann man. Das you are loved by me. Also Tina hat schon wirklich extreme Auswirkungen auf unser sentimentales Teenagerleben gehabt. All diese Bilder sind nur für Tina entstanden. All eure feuchten Schlüpper sind ich fand nur feuchten mir. Geil, seit mich auf ihre Blaselippen aufmerksam gemacht. Oh Mann, ey. Ja, Max hat mir auch einmal in Raum 43 einen Zettel geschrieben. Ich glaube, ich saß bei Tina mit in der Reihe und Max saß links von mir an der Scheibenreihe. Und Max hat mir den Zettel geschrieben, ich gucke so rein und dann steht drin,
ich kann Tinas Nippel sehen. Und ich dachte so, okay, Max. Ich habe mich immer neben dich gesetzt, weil ich dachte, du bist schlau, weil du eine Brille auf hast. Und anständig. Ja. War ich darauf? Du saßt echt immer neben mir. Aber hier, wir waren gerade bei Rodeo, ne? Ja, genau. Ja, Schmelkner Rodeo. Auch in also ja, das ist halt, ich weiß gar nicht, was Klebestift ist. Es gab kein tieferes Ziel, außer wer am längsten drauf bleibt, hat gewonnen. Also, man muss halt sagen, er war damals halt, sag ich mal, uns körperlich ein bisschen voraus. Ja, also ziemlich aber halt, du bist Riesenbaby halt. Groß. Und ja, und wir sind halt dann, als praktisch, man ist hinten auch wieder aufgesprungen und hat ohne dass er es wollte. Und hat versucht möglichst lange, also Rodeo halt. Ja. Aber irgendwann hat er es dann auch mitgemacht, ja. Richtig. Ja, stimmt. Aber dann hat er sich doch beschwert, weil er sich irgendwie verletzt hatte. Oder? Also, ja, klar, irgendwann geht es ja auch in den Sack, wenn alle 5 Minuten so ein Penner auf seinem Rücken sitzen. Aber was eigentlich auch geil an halt Rodeo und KDH war, einfach nur wie früh alle mit sauberen Hosen zur Schule gegangen sind und danach, Nachmittag, waren alle dreckig. Ja. Das war eigentlich auch geil. Vor allem der Schulplatz war auch noch mit übelsten Kies und Schotter. Das war nur Kies und Steine. Der war komplett aus Kies. Aber das war vorne. Der sah doch vorher anders aus, der Schulhof. Nein, den doch dann erst aber neu der gemacht. Vorne war gesperrt. Ja. Vorne haben sie den gemacht. Und wir mussten hinter und das nur haben Kies. Die den schon so viel gemacht? Als das mit dem KDH und mit dem Rodeo angefangen hat, waren wir hinten auf dem hinteren Schulhof. Weil da hat sich irgendjemand wehgetan, weil diese scheiß Mauer runtergekommen ist. Na, KDH war so spät, aber der Rodeo war auch vorne, aber auch. Da gab es nämlich, glaube ich, sogar einen ersten Verweis bei sowas. Aber ich weiß nicht mehr genau, wer den bekommen. Auf jeden Fall fand ich es da ein bisschen ungerecht, dass also für Schmölkner Rodeo sind nämlich nur irgendwie 3 Leute. Ich glaube, du noch und Robert oder so. Ja, obwohl das fast jeder in der Klasse. Ja, ich habe da alle mitgemacht. Deswegen, aber ja, außer die ganz ruhig. Da schwärzt man natürlich die anderen nicht. Alter, wenn der mal krank war und nicht auf dem Schulhof war, dann wusste man überhaupt nicht, was man machen kann. Du standest halt rum und hast Ausschau gehalten, aber. Das klingt so hart, ey. Na gut, ich hatte mit Max noch so ein paar Sachen. Ey. Wir haben Flaschenskaten gemacht, total dumm. Stimmt! Wir haben Plastikflaschen. Ja, und wir haben versucht, uns gegenseitig vor die Hacken zu treten oder irgendwie so. Ja, und das war dann hier so. Genau. Das hatten wir noch. Und im Winter natürlich Schneeball werfen, da ist auch schon einiges zu Bruch gegangen. Boah, fuck, ey, ja. Vor allem ich weiß nach der Schule. Da hat Max irgendeine Lehrerin abgeworfen und die hat geheult. Von der G. Von der G, okay. Ja. Krass. Ich weiß nur noch, dass ich in der 5. Klasse mit irgendeinem Schneeball in die coole Raucherecke geworfen habe und dann habe ich einen auf den Schädel getroffen, habe mich dann schnell umgedreht und alle anderen haben auf mich gezeigt, da kam der andere und dann haben sie mich zu tief genommen, Kopf über den Schnee getippt. Hatte ich dann wohl verdient. Man muss dazu sagen, Frau von der G hat es provoziert und ist selbst dran schuld. Also ich meine, sie ist ja echt eine ganz liebe, aber wer stellt sich mitten zwischen, die Lehrer hatten immer diese Taktik, wenn ich daneben stehe, dann werfen die nicht. Ja, aber das bringt nichts. Du stehst halt in der Schusslinie der anderen gegenüber. Und wenn du dich da reinstellst, kriegst du halt ab und zu auch mal eine von. Und das Geilste war, Herr Schmader. Unser WR-Lehrer. Hast du mal die der war dann, das war hinten auf dem Schulhof. Und einfach nur irgendwann, der flog kein Schneeball und er stand mutterseelen allein in der Mitte vom Schulhof. Und auf einmal waren sich alle Klassen einig, die sich eigentlich immer gegenseitig und alle haben auf ihn geschmissen. Und er ist nur gerade hoch und ist nur noch geflüchtet. Das war übelst geil. Sie konnten halt keinen Rost hinten davor. Ich weiß, dass man eigentlich dafür immer ins Buch der guten Taten kam. Ach, das Buch der guten Taten. Da stand ich zum Beispiel nie drin. Hey, da wurde ich am ersten Mal kam ich da rein. Da sind nämlich nur diese kleinen Sachen eingetragen. Ja, Schneeball werfen. Ich nie angefickt. Ich glaube, das muss so ein langweiliges Buch sein. Ich seit über von hat Schneeball gemacht. Ja. Vor allem das Geile war, du stehst ja schon zweimal hier drinnen wegen Schneeball. Ich glaube, wir müssen mal bei dir zu Hause anrufen. Ja, genau. Hab ich rausgehauen, ruft ruhig bei mir zu Hause an, wenn mein Vater dran geht und sie sagt, er hat Schneeball geworfen, lacht er sie aus. Sehr gut. Wie mit Frau Schlipper das Ding. Ja, oh ja, das war geil. Da mussten meine Eltern auch in die Schule wegen dem Schlipper-Ding und sie steht heulend vor meinem Vater. Latein. Ja, Latein. Die hat gern geheult, ja. Der hat doch geheult, als ich am Eckeseck von. Was das? Ich finde das Geile eigentlich, dass das alles in einem Gymnasium ist. Wo man eigentlich denkt, da ist so die Elite. Ja, Elite, genau. Sie hat halt die Zettel gefunden, oder wir haben es, glaube ich, an die Tafel geschrieben oder so. Nein, halt. So, auch hier so ein übelstes Ding, halt. Da hat er Streiche gemalt. Und der war doch gar nicht in Latein, oder? Doch. Man muss halt sagen, also sie heißt ja. Und kommt in Schlüpper vor. Und Schneider hat angefangen, hat halt so ein riesen Ding gemalt, wo halt übelst halt Schlüpper dran und halt, keine Ahnung, alles in schwarz und halt dann dieses halt in rot. Und das fand sie halt so empörend und da hat sie
Aber das muss nicht streitig werden. Also doch, ich streitig. Weiß, du saß neben Streitig. Das weiß ich noch ganz genau. Ach so, und dabei ja. Meine Eltern waren da vorgeladen. Naja, weil du halt auch, mit, du hast auch mein, mitgemalt. Und die hat vor meinem Vater so geheult. Und mein Vater sagt, jetzt machen sie sich aber lächerlich, wenn sie vor mir hier heulen. Und sie heult Alter. Und heult. Und sagt, boah, das machen doch Jugendliche. Meine Mutter hat auch mit der gesprochen nach der Aktion, wo ich dann heulend mit ihr, also wo sie heulend mit mir vorm Direktor stand. Meine Mutter hat auch gesagt, sie kann es voll verstehen, wie ich sie nicht abkann. Ich hatte übel Schiss, dass ich jetzt Hausarrest bekomme. Mein Vater kommt an mit einem High Five, hast du schön gemacht. Ja, schön, er ist teilweise echt so Rüdli-Schule hier auch. Aber da wir gerade bei Latein sind, mache ich einfach jetzt mal den Zettel. Wir hatten nämlich noch eine andere Vertretung, außer Frau von der G. Hatten wir noch die Frau Schlüpper und Frau Shit. Ja, Shit. Die kurzhaarige mit der Brille. Ach, Shit, ja. Wir können auch sonst eine kurze Unterbrechung machen, bis die wieder da sind. Was wollen die machen? Was trinken, holen, das wird jetzt sicher 2 Jahre dauern. Frau Shit. Ja, geht. Ja, Frau Shit nämlich. Du hast immer noch kein Bild, oder? Ja, egal. Frau Shit. Auf jeden Fall hatten wir ja, das war als Frau von der Schm, als die Babyurlaub war. Was hatten wir? Babyurlaub eigentlich. Ach, da hatten wir bei der ein Jahr. Das war richtig scheiße. Die war so ein Drama. Weil so Frau von der. Ja, alles klar. Übelst. Ich weiß noch, bei Frau von der, die hat nämlich erzählt, sie hat unsere. Frau von der? Frau von der, die hat erzählt, sie hat unsere. Ja, ich weiß, was jetzt kommt. Klausuren kontrolliert. Die, Klausuren. Die arbeiten und sie hat sich. Sie hat viele Hakenkreuze und Punkte gemacht. Ja. Haken, als Notizen. Hakenkreuze und Punkte. Und sie hat es nicht gekraft und ganze Klasse. Sie hat auch ohne Komma geredet. Hakenkreuze und Punkte. Und sie hat es echt gekraft. Echt gut. Richtig ja, gut. Aber mir ist es dann aufgefallen. Ja, na, weil sie halt übelst laut gelacht haben und nicht aufgehört. Und sie so. Ja, so ungefähr. Yo. Und das habe ich dir irgendwie geschrieben in der ersten Hälfte oder in der ersten Stunde von der Doppelstunde. Und das ist total dumm, das habe ich hier durchgelesen, aber es ist halt echt lustig, mit was man sich da beschäftigt in so einer Stunde und mit was man sich nicht beschäftigt, nämlich mit Latein. So, weißt du? So hier, Gedankenstrich. Shit, Mann, ich wollte mich gerade dreist neben Stift setzen. Er war das. Aber die alte Biatch hat's gerafft. Ist die hässlich, die Brille. Übelst assi, ey. Übelst richtig assi. Oh, jetzt, ey, es wird noch besser. Jetzt hat die Hure mich auch noch Robert genannt. Die geht mir auf den Sack. Grad ist Piep reingekommen. Heiß ist sie schon. Max ist voll rattig auf die. Boah, mir war grad übelst schwindlig. Moment, vor mir steht der Mülleimer. Ob ich da einfach mal reinkotze? Ist sicher lustig. Ich muss mich nur nach vorne legen. Aber das hast du jetzt alles zugeschrieben, ja, oder? Ja, na, halt so Tagebuch quasi. So. Weißt du? Live-Action-Tagebuch. Aber es geht mir langsam wieder besser. Es ist schlecht. Was man halt in so einer Stunde macht. Ich dachte, der erste wird so abwechselnd irgendwie auch. Nein, er sollte die zweite Stunde machen. Egal. Wie ein Stundenprotokoll. Piep, die alte Schabracke, wie der klotzt, als würde er Tag und Nacht auf die Schnauze gehauen. Hätte er mal verdient, so eine Hackfresse. Alter, Schmonatan klotzt mich die ganze Zeit an. Schmonatan. Oh, du wirst ja nicht an! Das hat nicht so ein Typ. Mit seinem. Jonathan, es gibt einen Daumen! Aber ich weiß noch, dass wir dieses Zeitzeugengespräch und diesen Holocaust-Überlebenden hatten und ich dann übelst angepisst war, weil Frau Schmauser hat mich voll genötigt und ich dann so, ja, und der sitzt hier in Torsteiner Klamotten vor den und so. Und das hat mich so angepisst. Aber egal. Auf jeden Fall glotzt mich die ganze Zeit an, dieses verschwitzte Grinsen. Jetzt hat er sein Gesicht zu einer abstrakten Grimasse verzerrt. Piep, also ne, und so, kaut Kaugummi. Option for Petze? Nee, ich will nicht mit der reden. So, Strich. Jetzt schreiben alle Grammatik auf, die dummen Schweine. Ist das scheiße? Hier, oh, ist das gut. Sie diktiert. Ich werde es auch mal aufschreiben. Du dummes Schwein. Oh, fuck, Alter. Shit, ich muss noch Physik machen. In der Pause. Ich werde es abschreiben. Eigentlich wollte ich es selber machen. Ja, eigentlich. Wie so immer. Der nächste Punkt wird Tina sehr freuen.
Nächster Strich, ich hatte gerade ganz kurz mal Latte. Nur so ganz flüchtig. Alter, noch 20 Minuten, ich gehe in den Arsch. Ich habe keinen Bock mehr. Mir war schon wieder schwindelig, voll widerlich. Widerlich ohne E, habe ich dir verschrieben. Piep, ein diverses Mädchen, hört sich an wie ein Mann. Wie Schmerkner oder so. Schon wieder schwindelig. Liegt so an meiner Erektion. Ich sollte was essen. Der Witz ist auch gut. Ich muss einhaken. Legendär war immer Robins Brotbüchse. Also ja. Immer grüne Äpfel. Sobald die, also wirklich, ich sag jetzt mal. Sobald die eigentlich die Luft berührt haben, war die schlecht. Waren die schlecht und flogen weg. Und dann kam überall, oh, die Kinder in Afrika hungern. Egal, ich schmeiß immer weg. Also, okay. Und er hat auch immer ein Duplo mit. Das immer ein Duplo. Immer. Und sobald das nur ein bisschen weiß wurde, also Duplo, ja. Wegen der Schokolade. Ach und so. Ja. Ich sag auch, dreh ich mehr ab. Oder sobald da ein Haar auf dem Apfel war, nur an der einen Stelle, der hat den ganzen Apfel weg. Ja. Robin hatte auch immer diese geilen Krebs. Und ja. Ich wollte dich immer drauf anschnauchen, was da heute zu kriegen. Das wollte fast jeder. Ja. Ich hatte halt als einziger übelsten Süßkram immer mit. Das immer, war aber geil, Mann. Deine Mutter ist auch immer samstags einkaufen gegangen. Du hast auch diese Kühe mit. Immer geile Süßigkeiten also an den Tagen nach Samstag. Immer an den Tagen nach Samstag. Ja. Von Samstag zu Samstag. Immer geile Süßigkeiten. Es war aber auch gut. Und ja, ich war's gut. Aber heute esse ich Apfel, auch wenn er leicht braun ist. Was? Was? Aber nur leicht. Nee. Hallo, das war damals. Großer Verdienst. Nee, mach ich nicht. Nächster Punkt. Hab grad gefurzt. Verwunderlicherweise hat's keiner zur Kenntnis genommen. Weder nasal noch hat's einer gehört. In Klammern, er war hörbar. Auch mal so ein gewisses Erdbeben im Sport auf der Bank. Da ist eine Schuhsohle gerissen. Da hast du den ganzen Tag in diesem Geräteraum gehangen und hast Luft eingesogen. Junge, bist du voll. So. Ah, Herr Streichhorn musste auch übelst drüber feiern. Übelst sind hier auch noch. Oh, da ist wohl gerade eine Schuhsohle gerissen. Das war ein Wechsel, aber das stimmt, ja. Ah, oh, ist das ranzig. Jo, 9.56 Uhr, meine Käfte juckelt. Ich scheuere unruhig auf dem Stuhl hin und her. Scheuere, Alter. Um den Juckreiz zu unterdrücken. Ich kann es dir so richtig geil vorstellen, gerade, Alter. So leicht am Kippeln noch, damit du den Druck verstören kannst. Oh, ist das ein Wichser. Oh, geil. Oh. Ja, Piep. Das kleine Mädel eigentlich noch da drin? Nee. Piep hat eine Stupsnase. Max würde ja gerne mal drüber schlittern, aber naja. In Klammern, na Max, du Fickfehler. Ich glaube, ich wollte ihm das danach auch zeigen, weil Max hatte ja kein Latein. Oh, Tina ist ein Blatt runtergefallen. Basti hat's gesehen. Sie grinsen und gucken sich an wie ein schwules Ehepaar. Die zwei Scheiße. Was ist denn das für ein Gelaber? Aber es beschreibt gut die Stimme. Was passiert ist total schön. Ich kann es nicht so vorstellen. Wir rauchen eigentlich die ganze Zeit noch. Dann null Aufmerksamkeit. Also ich meine, jetzt war es ja eh egal, was da passiert. Aber wenn du da sitzt und die ganze Zeit nur so bei vorne am Mülleimer wärst, du gehst. Heißt, eigentlich hat er vor sich so von hier bis darüber hat er die Wand und sieht eigentlich gar nichts. Er muss so rüberkommen, wenn ich vorstelle, er immer so rüber guckt und nur wartet, dass irgendwas passiert, dass ich den aufreißen kann. Wirklich so. Oh, die haben mich gerade angeguckt. Denkschmögende Scheiße. Ja, aber weißt du, ich habe halt nie Latein mitgemacht. Was machst du dann? Was machst du? Du malst was, du schreibst was oder du guckst dir die Leute an. Oh, weißt du, in der 11. haben wir doch wir drei hinten oben in den Raum in einer Reihe gesessen, wo die meinte, wir sollen zur 0. Stunde trotzdem erscheinen, wo wir alle drei in einer Bank gebellt haben. Ja. Immer wieder, ey. Nur, Hauptsache wir waren da, aber wir haben alle zwei Doppelstunden durchgepennt. Okay, ein Kumpel, der hatte abends, wir hatten Dienstag, früh hatten wir immer, und der hatte Montag Geburtstag, weil wir wollten Geburtstag feiern, und ich bin am Donnerstag, bin ich zur Frau von der G gegangen und hab gesagt,
Wie wär's denn, wenn ich Dienstag zur Schule komme und mich einfach nur hinten in die Ecke lege und schlafe? Weil ich werde noch ziemlich voll sein. Und sie meinte dann daraufhin zu mir, wie wär's, wenn du einfach zu Hause bleibst und ich schreibe dich ein, das wärst du da gewesen. Eiskalt. Ich weiß, das machst du in der 12. Klasse und denkst du so. Ja, ich meine, da war ja eh schon alles da verloren. Da war eh alles verloren, alles war vorbei, aber. Nur wie geht's denn weiter? Hier. Ich will wissen, wie ja, die spannende Geschichte ist. Ja, es geht leider nicht mehr viel weiter. Ach nö. Die Stunde ist gleich zu Ende und ich habe null mitgekriegt. Warum bloß? Es klingelt. So, oh, es tut mir leid. Das Ende war nicht war so schon schön. Erreicht. Ja, aber geil. Das wurde Ehepaar. Richtig geil. Ich wünschte mir, ich hätte das zu jeder Stunde. Hörer. Na, bei Frau Schmauser und Deutsch haben wir ja auch noch so einen Scheiß gemacht. Da ist ja, das Bundeswehrlied entstanden. Ja, genau, die Gummibärenbande umgedichtet auf Bundeswehr. Das war auch sehr lustig. Da war ja auch sonst nichts zu tun. Das war aber auch der Horror, ja. Also das ist eine verdammt schlechte Lehrerin. Wie hieß denn, also wirklich. Wie ist denn die Geografielehrerin? Schmörner. Frau Schmörner. Mit der Türklinke bei dir. Frau Schmörner, da waren wir auch schon gewesen im Urlaub. Ja, Basti war so geil. Basti war überall, wo Frau Schmörner war. Basti hat so rausgekriegt. Heute nehmen wir Peru. Da war ich doch erst letztens gewesen. Ja, muss ich aber so, auch und sagen. Jetzt lernen wir die großen Binnengewässer. Hudsonbee. Das war so schön. Aber, ja, ich muss auch sagen, Basti, erzähl uns mal mehr davon. Basti hat mal erzählt und dann, da war ich noch ganz so klein. Da war ich, hat er jedes Mal gesagt, ich hab immer jedes Mal ganz klein. Ich hab die Motto, ich erzähl irgendeinen Scheiß, ich erinnere mich nicht mehr genau daran. Ich war noch wirklich jung. Da war ich zwei, aber ich weiß das noch wie gestern. Und die halbe Stunde war erstmal rum. Und dann, richtig gut. Ey. Oh, dann gab's ja den Vorfall mit meiner Banane. Mit der Banane? Ja, wo ich den Papierkorb nicht getroffen habe, mit meiner Bananenschale. Ja. Wo ich rausgeschmissen wurde und die Tür klingelte. Ja, das war jetzt die Tür, das ist mit der Banane. Du ich kenne das nur mit der Tür. Ja, du hast übelst rumgeschrien, dann hat sie gesagt, du gehst jetzt raus, dann hast du die Tür geknallt. Du bist hast die Tür übelst geknallt und die Tür klingelte. Ich habe die Bananenschale, wollte ich den Papierkorb werfen, habe daneben geworfen. Und dann hat die gesagt, kehrt raus jetzt. Und ich dachte, na, wollt ihr mich verarschen? Alle fressen hier und keine Ahnung. Und ich werfe nur den Müll von den anderen weg und werde rausgeschmissen. Aber das war halt so richtig wie in so einem schlechten Film. Die Tür klappt, die Türklinke fällt ab und dieses Ding, was da dran ist, das hat sich nochmal so im Kreis umgedreht. Das war so geil, ey. Aber wo Basti meine Krebs angesprochen hat, ja, ist mir gerade noch eingefallen. Wegen Essen im Unterricht, wir hatten einmal bei Frau Schmeipert Mathevertretung. Und ich hatte mein Mathebuch so hier stehen und habe dieses Crepe so gegessen. Und ich weiß nicht, ich glaube du oder Max, einer hat auf jeden Fall so gemacht. Das Buch fällt um. Und ich sitze so da. Ja, das war auch so lustig. Bei Frau Schmörner war doch auch, wo ihr hier. Ja, wir neulich erst wieder drüber geredet. Bei Frau Schmörner. Hast du so Gummi gerade nach hier rumliegen? Loch in der Tat. Ja. Ja. So war das nicht, war sie hat es nicht so gemacht. Eine Seite einfach. War das nicht sogar mitten, als sie im Raum stand? Ja, 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 das war echt unterrichtet. Das Geile ist ja, glaube ich. Wir hatten echt. Da war ein übelstes Loch drin in der Tafel. Ja, eine Delle, also kein Loch. Das war eine war geil, ey. Aber wir hatten jetzt nicht unbedingt die allersozialste Klasse, aber bei sowas haben wir so gut zusammengehalten. Ja, eigentlich so der Klasseninhalt war eigentlich immer stark. Also ja, weil wir haben halt das gemacht, also erstmal mit einer A4-Seite, ne? Ja. Eine Krampe und du hast gespannt und ich habe hintergezogen. Genau. Na, zur Erklärung, wir hatten so ein Einwegglasgummi, so ein richtig robustes, fettes Gummi, weißt du, so eins, was du mit der Hand vielleicht hier so bis hier auseinandergezogen gekriegt hast und dann auf zwei Daumen gespannt und der andere diese riesen A4-Krampe da drauf und ordentlich gezogen und voll gegen die Tafel. Und es hat einen übelsten Schlag gegeben. Aber richtig heftig. Das war halt das Geile jetzt an der Klasse, weißt du, sie dreht sich um, sieht diese Delle und fragt, war das schon da? Und wir sagten, ja. Und sie rafft sich, es hat einen übelsten Schlag gegeben. Ja. Hallo. Aber sie war auch die Verballerte von allem. Ja, das war auch so offensichtlich. Die war auch ganz cool eigentlich. Aber sie hat mich dann... Die war immer übelst lustig. Die hat mich zum fünften Mal zum Direktor geschickt und hat gesagt, ich war nicht Opfer. Du warst das Opfer, das rausgeschickt hat, obwohl wir alle Scheiße gebaut haben. Der Direktor hat mich gefragt, ob ich Geografie weitermachen möchte in der Oberstufe. Hab ich gesagt, nee, bei der alten ist ja die einzige bei uns. Hat er gesagt, na, dann wirst du jetzt ein halbes Jahr aus Geografie suspendiert. Ich sag, was sagt meine Klasse dazu? Na, du hast frei, die anderen müssen zu Geografie. Krass. Na, geil, und Geo hat ja auch immer mit dem Blasrohren die Papierkirche in die Decke geschossen. Stimmt. Nicht aber nur. Auch bei Frau Körnse im Musikraum, da sind überall diese Papierteile. Aber das mit dem Blasrohren, was ich vorhin gesagt habe, Schmunterstab, ja, wo ich echt Angst hatte. Wir hatten einmal,
Da hat sie gesagt, alle packen jetzt ihre Federmarken raus und zeigen, ob sie Blattrauch drin hat. Da ging mir so die Muffe, ja. Obwohl ich nicht mal der Einzige war. Es hat so ziemlich jeder ein Blattrauch. Ja. Hatte so ein leerer Kuli. Ja, genau. Einfach kaputte Kulis genommen. Und bei jeder anderen Lehrerin hätte ich da drüber gelacht, aber bei ihr hat das geschafft, dass sie da übelst Angst hatte. Aber wegen was man sich da auch eingeschissen hat, ne? Ja. Das ist voll. Also klar, da war ich auch nicht irgendwie 10., 11., 12., sondern es war 8., 7. oder sowas. Aber trotzdem, ey, aber auch, dass wir nie was gesagt haben. Also, dass die, wenn die von dir irgendwelche Zettel weggenommen haben, das geht ja eigentlich voll gar nicht klar. Ja. Weil die Klassenlehrer. Also, das hat Basti neulich noch beim Rollen erzählt. Da habe ich einmal gelogen, dass meine Oma Geburtstag hat, weil ich nicht zum Rezitatorenwettstreit wollte. Ich hätte auch einfach sagen können, nee, ich habe keine Lust. Ja. Habe aber gesagt, nee, ich kann nicht, meine Oma hat Geburtstag. Total dumm. Ja. Und dann ist das beim Elternabend rausgekommen, dass meine Oma gar nicht Geburtstag hatte. Und dann hat mich Frau Schmutterstaat zur Seite genommen und gesagt, hier, du hast dich da angelogen. Und da ging mir so das Herz auf Grundeis, Alter, der Arsch meine ich. Das Herz in die Hose und der Arsch auf Grundeis, richtig gut. Krass. Oh, obwohl die halt echt, ich meine, die hatte so lächerliche Regeln wie, du gehst jetzt raus und fässt die Türklinke dabei an, weißt ja, du, von außen. Musst du halten halt. In den Pausenraum, Alter, von dieser genau. Aber vor Frau Schmunterstab hatte man schon echt Respekt auf jeden Fall. Ist es halt krass, weil irgendwie, ich weiß nicht. Die war sehr pädagogisch wertvoll. Naja, auch nicht unbedingt. Stellt sich jetzt beim Gedicht, nicht wenn du Angst vor der Klasse hast, einfach mal hinter die Tafel. Das hilft auf jeden hinter Fall. Hinter die Tafel, ey. Ich stand da echt Leute hinter der Tafel vorgetragen. Ja. Also hat sie so gesagt. Ja, das mache ich nicht. Was ist das für ein Scheiß? Irgendein Mädchen hat es, glaube ich, gemacht. Na, ich sollte es machen. Wir hatten nicht viele. Ja, naja, wir haben ja dann noch welche gekriegt. Man muss halt sagen, in der 5. Klasse haben wir angefangen mit 17 Kerlen und 3 Mädels. Ja. Und dann halt kam noch und Tina und noch. Gleich in der 5. Klasse, da haben wir so einen Stuhlkreis gemacht und haben so ein Wollding hin und her gegeben. Und Max hat schon gesagt, oh Alter, die sehen aber alle drei nicht geil aus. So, das war echt noch in der 5. Klasse, Alter. Ja, aber in der 5. Mann. Wie alt bist du da? 10 oder so? Wer war das? Christine? Ja, aber Max hat immer gesagt, Max hat immer gesagt, Christine, das wird meine richtige Perle. Ja, das hat er immer am Anfang schon gesagt. Ja, Max hat Christine gesagt, gesehen und ich hab's euch gesagt. Richtig richtig geile Blasenlippen. Und es ist einfach mal so. Max hat einfach voll oft recht. Max for President. Ah, könnt ihr euch noch daran erinnern, wie Sarah Benkert, ich war selbst bei dem Vortrag nicht dabei, aber sie muss in der Oberstufe mal einen Vortrag über Sextoys gehalten haben. Hm? Und im Kunstunterricht hatte sie noch Dildos dabei, die sie von ihnen ausgeliehen hatte. Und da war ein Dildo mit einem Saugnapf dabei. Und wir hatten Kunst bei Frau Schitt. Ja? Ich weiß nicht mehr, wer auf die Idee kam, aber ich glaube eigentlich, dass das du gewesen bist. Ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall vor dem Unterricht hat jemand diesen Dildo mit dem Saugnapf genommen, hat den an die Tafel gebappt und hat die Tafel zugemacht und dann haben wir noch abgewartet, was passiert. Und sie kam einfach nur rein und es passierte ewig nichts. Wir warteten und 10 Minuten bevor die Stunde zu Ende war, macht sie diese Tafel auf, weil sie noch irgendwas ranschreiben wollte und sieht einfach nur dieses Ding und wir freuen uns übelst. Ja, geil! Und sie macht einfach nur Fump und schmeißt das Ding in den Mülleimer als wäre nichts. So einfach so völlig reaktionslos. Einfach die Tafel einfach kalt. Was ja mich schon wieder an die nächste Sache erinnert, Alter, mit Frau Schmaldo. Die hat manchmal den Fernseher reingerollt. Und das hatte diese Klapptür, die immer wieder auf. Und der Raum war halt nicht eben. Das heißt, die Klappe geht von alleine auf. Und das Ding ist halt, sie bückt sich um den Stecker rein. Geht alleine dazu. Und die ganze Klasse hat es kommen. Ja. Alle gehen mit dem Kopf so nach vorne und gucken schon. Das war so geil. Weil das halt so reingeschreist und alle wollten ja was sehen. Und alle dachten, alle gucken was. Naja, beim Fernsehen meine ich, alle wollten ja mal sehen und heißt, alle sitzen da und sehen es. Und die Klappe, also sie macht es halt auf, geht runter, will irgendwas anstellen und die Klappe kommt zurück, ganz langsam. Und die geht doch klar, also alle kommen, sehen, keine hat. Aber das erinnert mich an und wir von der Wespe gestochen worden. Unser Ethiklehrer, ja. Da war immer das Geile, das super korrekter Typ, ne? Und dann kommt die Wespe rein, fliegt erst rum, dann sagt er so, ja, bleibt alle ganz ruhig, macht keine hektischen Bewegungen, die fliegt auch wieder raus, mach mal die Fenster auf. Er steht da vorne, erzählt irgendwas und auf einmal er so, fuck, scheiße, und ballert sich übelst die Hände über ihn und kriegt übelst den Wespe. Das war echt ab, das war echt groß. Auch echt widerlich. Also du konntest ja bei der alles durch ihr Kleid sehen jeden Tag. Die hatte
sehr interessante Unterricht. Ja, das Geilste war hier in Zitronenwald. 407 warst du auch dabei? Ja, die waren noch zusammen auf der Decke. Gedenkstätte Buchenwald. Oh, das war so mies, ey. Na, wir waren dann Gedenkstätte Buchenwald und sie hat dann vorher gefragt, wer mit ihr picknicken will dort. Der zahlt dann halt 1,50 und die anderen bringen sich selbst was mit. Und ich, du... Tony und Micha. Ja, Micha. Leute wir haben auf jeden Fall was bezahlt und haben dann mit ihr dort gepicknickt. Und sie hat halt gesagt, sie organisiert alles, Milch, Cornflakes und sonst was. So und dann gehen wir, da sind so wir so da oben im Buchenwald. Ey. Gedenkstätte Buchenwald, Konzentrationslager. Gehen dann so, diese, so einen Weg von dem Lager da weg und setzen uns also einen Tram rein. 300 Meter Luftlinie vom Haupteingang des Konzentrationslagers in so einem scheiß verkorksten Waldweg. Und sie sind eigentlich übel Graben rein. So und da ihre Decke aus. Einfach mit dem Graben. Oh, hier ist doch schön. Können wir nicht hinbleiben? Das können wir doch machen. Aber sie sind eigentlich so übelst korrekt und links. Also und vor allem, ich weiß nicht, mit dem Zug. Das ist doch voll geil, dass sie sich gekümmert hat. Ja, ja, gut gemeint. Da war so ein Zug. So eine Ausstellung am Bahnhof, so ein Zug irgendwie von wo damals. Ging es auch um Juden und keine Ahnung. Ja, ja. Die da irgendwie. Und keine Ahnung. Und wir hatten da eigentlich alle keinen Bock hinzugehen. Ja. Und sie hat, ja, wir gucken uns das an, wenn das schon mal hier ist und alles. Und ich weiß noch, irgendwie, wir unterhalten uns so. Und dann kam nur von ich weiß nicht, ob du oder ich es war. Ich habe keinen Bock auf diesen dreckigen Juden-Zug. Nein, es war ja es war nicht. Nee, halt ja, aus Spaß. Nee, das kann nur Robert gewesen sein. Nee, aber es war ja gar nicht böse. Weil ja, das war ich nicht. Es war halt einfach nur, du hattest halt keine Lust, da hinzugehen. Ja, genau. Es hatte nichts irgendwie mit der Thematik zu tun, aber dadurch, dass er halt sagt, Juden-Zug, weißt du, das war ein Zug zum Juden. Das ist ein Juden-Zug. Das hört sich so böse an. Wissen Sie, Robin, was Sie sich da anmaßen? Er hat uns ja alle gesiezt, stimmt? Ja. Also mit Vornamen angesprochen. Aber ja, ja. Genau, Sitzstreik gemacht und sowas. Ich war auch nackt auf einer Demo unterwegs. Ja. Das fand sie auch nicht. Die hat doch immer von ihrem Trabi erzählt oder was. Hast du mir das erzählt? Und sie hatte keinen Fernseher und keinen Kühlschrank. Ja, dass sie ja mit der Streetworkerin zusammen war, das hast du erzählt. Ja. Das stimmt, sie war lustig. Das hat sich dann wieder so ein Kreis geschlossen. Ja. Was? Ich habe hier noch... Achso, das ist das. Ich lese Morddrohung und denke an Max. Ja, es steht ja aber lieber Max drüber. Ach so. Ach nein, jetzt kommt die Geschichte mit ich zieh dir Haus an. Ja? Nein. Die habe ich leider nicht aufgeschrieben. Schade. Aber die können wir ja trotzdem droppen, wenn er jetzt scheinbar nicht mehr kommt. Das ist jetzt nur, da habe ich mich das erste Mal oder so verguckt, irgendwann 6., 7. Klasse oder so. Verzaubert worden bist du bestimmt. Hey, da war ich ja noch gar nicht auf deiner Schule. Oh, Tina, du warst so. Er hat sich trotzdem dich verguckt. Er hat das gesehen. Freunde von Buck, das erste Mal. Du meinst wirklich, du wärst die Erste gewesen, ja? Definitiv. Schade, war leider. Du bist nicht die Erste, aber du bist die Einzige und Beste und Wahre und Nachkommen. Und auf jeden Fall hat er irgendwas hat er zu ihr gesagt, ich weiß es leider nicht mehr und ich fand das gar nicht toll und ich habe diesen Zettel noch gefunden und. Geht es jetzt ums Döschen? Ja, es geht ums Döschen, aber das ist halt. Und so. Wer ist ein Döschen? Ich weiß nicht, ob du die überhaupt kennst. Luise P. Ach ja, natürlich. Ja, ja, die ist zwei Freundin Klassen über uns. Oder eine Klasse über Fach, oder? Ah, jetzt wisst ihr auch, wer das ist. Doch, ja. Doch, ja. Jetzt wissen es alle. Jetzt wissen wir es alle. Backe, Kuchen, Rap Battle. Die war eine Klasse über uns. Ja, also weiß ich nicht, dass sie... Ja, doch. Ja, doch. Ja, Back kenne ich ja, aber eine war die noch in ihren Schminkfilm. Die war bei Paul in der Klasse. Ja, das kann sein. Luise quasi, ne? Ja. Okay. Auf jeden Fall hat er irgendwas gesagt oder so, weil die war immer an der Bushaltestelle unten. Hermann-Prill-Platz, genau. Mhm. Und Max ist immer hingelaufen. Und irgendwas hat er angedeutet oder so und ich habe ihm daraufhin das hier geschrieben. Deswegen. Der erste Satz ist so geil. Ja. Ist jetzt nicht unbedingt Schulgeschichte, aber fand ich doch ganz lustig. Lieber Max, ich möchte dir hiermit offiziell eine Morddrohung aussprechen. Das ist so geil. Es ist so geil, der erste Satz. Ich wusste, ich hätte dich nie in mein dunkles Geheimnis einweihen sollen, da du einfach nicht dicht halten kannst. Ich möchte dir auf diesem Wege vermitteln, wie erbost ich über diesen Sachverhalt bin. Kannst du dir denn nicht vorstellen, dass du mit solchen Aktionen alles versauen könntest, was mich absolut nicht fröhlich stimmen würde? Ein noch so dumm korrekt formuliert. Vielleicht hast du ja wenigstens die Kraft, mir mitzuteilen, ob besagtes dunkles Geheimnis etwas von deinen skandalösen Äußerungen mitbekommen hat. Des Weiteren möchte ich dich informieren, dass jedes weitere Vergehen mit einer hohen Strafe geahndet wird. Ich bitte dich, dieses Schreiben ernst zu nehmen, sonst wird es dir schlecht ergehen. In Liebe, R.Post. In Liebe. Nach einer offiziellen Notruf. Das Geile war, irgendwie hat er mir daraufhin gesagt, dass da irgendwie gar nichts war oder dass er mich nur verarscht hat oder so. Und dann habe ich ergänzt,
Hiermit möchte ich meine dir gegenüber geäußerte Morddrohung in Klammern vorerst zurückziehen. Da ich, wie bereits erwähnt, heute mit einem herzerwärmenden Lächeln begrüßt wurde. Allerdings würde ich mich in Zukunft an deiner Stelle etwas zügeln, denn dann wird deinem Leben kein Leid zugefügt. Grandios. Echt übelst auf der rosa Wolke geschwebt haben, ey. Süß, oder? Ja, geil. Oh Mann. Richtig gut. Was du erzählt hast, ich weiß nicht, Tina kennt die, glaube ich, als einzige, die Jasmine Jade. Ja, Mann, ich kenne die auch. Aber die eigentlich. Die macht Make-up-Videos. Die macht nämlich YouTube und da war Luise in zwei Videos drin. Und, okay, stimmt, das hast und du das mir nämlich auch gezeigt, wo Luise das mit dabei war. Und das ist aus heutiger Sicht sehr unattraktiv. Jasmine Jade. Also dieses ganze, ich guck mal, was ich in meiner Handtasche habe und so, das ist ja echt, also, alter Schwede. Das war damals nicht so. Hat sie noch gesagt, hier, ich höre Limp Bizkit oder irgendwas. Kannst du doch überhaupt nicht, Alter, oder? Hä? Na klar, wir haben doch SMS geschrieben. Das wird deine Ehre verteidigen. Ja, glorios gescheitert. Das ist schön rumgetippert. Fuck, man. Ja, und dann habe ich hier als letztes noch einen Brief von Max, der jetzt leider immer noch nicht da ist, aber ich droppe den Max jetzt mal. Max ist anscheinend sehr... guter Briefschreiber. Ja, deswegen. Es ist so schade, dass er nicht da ist. Es sind so viele Stories, wo er einfach wirklich essentieller Teil war. Ja, der ist schon echt verblichen. Ja. Das hatte dann noch, nach deinem Brief kam dann noch einer hier über mich irgendwie. Ich erzähle mal noch ein bisschen über Robby. Wir waren mal in seinem Zimmer und er spielte und gurkelte auch ein bisschen. Plötzlich kam seine Mutter rein und versuchte ihm das Benzin, also Feuerzeugbenzin, das gab es damals in dem Laden da, das war irgendwie geil, wegzunehmen. Und er sprang mit einem großen Satz auf sein Bett. Seine Mama versuchte ihm, es immer noch wegzunehmen, doch er forzte sie nur ganz frech an. Ich kenne die Geschichte, ja. Doch dann gab er nach. Danach haben wir sehr viel gelacht. Zu seinen 14 fällt mir nur noch was ein. Nämlich, als wir Baldur's Gate gespielt haben, hat er auf einmal gefurzt. Und wir haben auch auf die übelste Weise gelacht. Doch das war ja nicht schlimm. Wir waren immer an voll den mega ernsten Kampfsituationen. Und er furzte auch bei dem Endgegner argisch. Und dann kam es, wie es kommen musste. Er konnte nicht mehr aufhören zu furzen. Und in seinem ganzen Zimmer stank es nach Furz. Daraus habe ich gelernt, dass wir Robby nicht zu viel zum Furzen und Lachen bringen. Ja, können wir ganz kurz mal ein Votum ablegen? Also, weil das ist nämlich, das wollte ich gerne noch jetzt in dem Video unterbringen, damit es manifestiert ist. Ich finde, wir sollten jetzt darüber abstimmen, dass Robin mal, und sei es nur eine Sekunde, ein Video auf YouTube über seine Gabe veröffentlicht. Ja. Ich fände es toll. So ein Tutorial. Weil es ist schon Tutorial. Großartig. Ein Tutorial wäre jetzt natürlich sehr geil. Nee, es könnte eine Sekunde lang sein, müsste aber das beinhalten, was wichtig ist. Ich sag mal 10 Sekunden. Alter, kannst du das? Oh, das kann ich am Ende droppen. Ja, hast du das noch? Da bleiben die Zuschauer dran. Das wäre wunderschön. Ich denke doch. Großartig. Erinnert mich halt auch an Nordhausen. Wo wir hier die Klassenfahrten habe ich alle aufgeschrieben. Die hatten wir fast noch. Wollen wir die dann einfach mal so durchgehen?